Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Rote Edition. Mein Name ist Fabian, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind endlich in Prismania City angekommen und es ist eine riesige Stadt und es gibt auch jede Menge zu tun. Deswegen habe ich auch lange überlegt, womit wir jetzt eigentlich anfangen. Ob wir uns die ganze Stadt in Ruhe angucken oder direkt zur Spielhalle gehen. Aber ich habe mich jetzt für Folgendes entschieden. Wir nehmen jetzt erstmal Smetbo schweren Herzens aus dem Team für dieses Mal und ich nehme mal Macholo mit, weil wir ja jetzt einige Kämpfe haben, die wir bestreiten müssen und deswegen dachte ich, nehme ich mal ein Pokémon mit, was wir da noch ein bisschen trainieren können, damit sich das dann entwickelt und wir können noch ein paar Pokémon-Items ablegen, nicht nur Pokémon, sondern auch Items. Weil wir ja auch in der Spielhalle einiges finden werden an Items. Deswegen ist das gut, wenn man hier vorbereitet ist. Äther und sowas kann alles weg. Und wir schauen uns einen Teil der Stadt an. Und ansonsten schauen wir uns den Rest auch, schauen wir uns dann an, wenn es notwendig ist sozusagen. Oder wenn sich das anbietet. Also ich würde es gerne sozusagen alles beisammen halten. Das heißt, wir machen heute erstmal die Spielhalle, bevor wir uns dann noch die anderen Aspekte der Stadt anschauen werden. Also keine Angst, ich habe es nicht vergessen, aber ich möchte es halt alles versuchen, soweit in einem Teil zusammenzuhalten, wenn es geht. Gut, ich denke, wir haben auch alles abgelegt, was wir nicht brauchen. Dann reden wir doch mal noch mit den Leuten hier. Ah, die Pokéflöte weckt Pokémon mit einem Geräusch, das nur Pokémon hören können. Das brauchen wir natürlich dann für Relaxo. Ah, ich bin von Fuxania City auf dem Radweg hinaufgefahren. Ja, aktuell ist ja dieser Radweg blockiert. Da kommen wir also noch nicht lang. Ja, ist gar nicht so einfach, sag ich mal, die Original-Experience nach 25 Jahren herzustellen. Aber so ein bisschen was möchte ich natürlich da schon noch zeigen. Gerade beim allerersten Playthrough. Also wir sind jetzt hier in Prismania City angekommen. Man kommt in die Stadt rein, dann hat man erstmal hier den Rocket. Und er sagt schon mal, halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten heraus. Dann würde man hier weiterlaufen und sagen, oh, Quappo ist mein bester Freund. Es entwickelte sich, als ich einem Quapuzzi einen Wasserstein gab. Oh. Dann lernen wir also schon mal, dass es Wassersteine und so weiter gibt. Quappo, Quappo. Dann haben wir hier auch ein Schild. Tipps für Trainer. Achso, dann lernt man was über X-Treffer, erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen. Und auch ganz wichtig hier, diese Items kannst du im Einkaufszentrum von Prismania City kaufen. Okay, ist das hier das Einkaufszentrum? Nein, das ist die Villa, beziehungsweise eigentlich ein Wohnhaus. Dann haben wir hier den ulkigen Mann, der neben dem Schild steht. Und das erklärt uns, was Prismania City ist. Die Stadt der Regenbogenträume. Okay. Ja, ist leider nicht ganz so bunt im Emulator hier, beziehungsweise im Super Game Boy. Die Spielhalle schadet dem Ruf unserer Stadt. Huh? Okay. Also wir sehen dann auch hier den Typi, den wir nicht, wo wir nicht rankommen. Wo wir natürlich dann Surfer brauchen. Aber mit ihm können wir hier quatschen. Mist, ich habe alles verspielt. Hätte ich doch meine Münzen rechtzeitig gegen einen Preis eingetauscht. Okay. Da ist natürlich die Frage, was für Münzen? Wovon redet sie da? Von der Spielhalle? Hier ist der Pokémon-Markt und da seht ihr schon, es hat zwei Eingänge und es ist ein Riesengebäude. Hm. Und sie sagt, ich habe Smogon auf der Zinnoberinsel gefangen. Es ist nett, doch wenn man es ärgert, atmet es Gift aus. Wir betreten mal ganz kurz das Einkaufszentrum. Hier muss ich immer dran denken, bei diesen Telefonen, dass das das Telefon ist, mit dem Ash seine Mutter dann endlich anruft. Das sieht für mich jedenfalls aus wie ein Telefon. Und hier haben wir die Dame am Empfang. Willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Auf der Tafel rechts findest du eine Übersicht. Okay. Dann haben wir also Kundeninformationen im Erdgeschoss, Utensilien für Trainer, Videospiele. Da würde ich natürlich... da musste ich früher in jedem Einkaufszentrum immerhin in die Videospielabteilung. Geschenkartikel, na gut, Drogerie. Mhm. Und im Dachgarten gibt es Automaten für... Ja, weiß gar nicht. Mal schauen. So, hier unten sieht man auch schon, da ist die Arena, okay. So, und wenn man jetzt allerdings hier weiterlaufen würde,
wenn man denkt, keine Ahnung, gehen wir mal weiter. Dann wird hier nämlich der Weg von Relaxo versperrt und dahinter befindet sich der Radweg. Aber ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Und das ist auch der Grund, warum wir warum wir eigentlich hier sind, ne? Weil wir ja einen Weg finden wollen, Relaxo loszuwerden. Gut. Und wie machen wir das mit Relaxo? Wir machen natürlich, was brauchen wir denn? Wir waren ja im Pokémon-Turm in den letzten Folgen. Und brauchen ein Sylph-Scope noch. Und hier gibt es eine Rocket-Spielhalle. Ein Spielplatz für Erwachsene. Okay. Also ist ja eher erstmal nichts für uns Kinder. Dann gehen wir mal hier weiter und schauen uns weiter in der Stadt um. Was starrst du mich so an? Dann haben wir hier... da ist auch dem Rocket. Boss! Wir haben gerade 2000 Pokémon als Preise versandt. Huh? Machen die hier Amazon oder was? Schenke dem Poster in der Spielhalle keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Das ist einfach so on your nose, in your face, richtig. Der sagt, also wenn man nicht weiß, was man tun muss, der sagt's einem. Aha, mit den Spielautomaten verdienen wir uns eine goldene Nase. Also die Spielhalle nimmt auf jeden Fall ein zentrales Element ein, könnte man sagen. Dann gibt es hier auch noch, der Vollständigkeit halber, ein Hotel. In diesem Hotel sind keine Pokémon erlaubt. Tut mir leid. Schade. Ah, ich mache hier mit meinem Bruder und meinem Freund Urlaub. Das meine City ist wunderschön. Okay, das ist das Pokémon Hotel. Das ist kein Pokémon Center. Es hat den Effekt, dass es hier in der Ecke... Hoppala, Moment. ...einen versteckten Computer gibt, weil sie einfach ein Pokémon Center benutzt haben. Und das ein bisschen umfunktioniert haben, die Entwickler. Dieser Urlaub war die Idee meiner Schwester. Oh, ist doch schön, dass sie da zusammen Urlaub machen, oder? Warum nur musste sie ihren Bruder mitnehmen? Tja, der Freund ist nicht sehr begeistert davon. Gut, okay, also dann haben wir jetzt so mal in groben Zügen die Stadt erkundet. Und sind jetzt hier noch im Imbiss. Hallo, wir machen gerade eine Pause. Das ist aber schlecht. Mampf. Der Mann dort drüben am Tisch hat Haus und Hof verzockt. Oh, er hier? Psst, unter der Spielhalle befindet sich ein Keller. Okay. Also schon der zweite Hinweis, dass irgendwas mit der Spielhalle nicht in Ordnung ist. Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss. Ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Und wir bekommen einen Münzkorb. Ah, ich dachte immer, ich könnte den Jackpot knacken. Ja, schade. Aber dafür haben wir jetzt irgendwie einen Münzkorb bekommen. Und der ist ja für die Spielhalle sehr gut. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns jetzt auch endlich die Spielhalle an. So wie sich das gehört. Tausche Münzen gegen Preise, Wechselstube. Das gucken wir uns auch noch kurz an. Weil da auch noch ein paar gute Sachen sind. Ich hätte gerne ein Porygon, aber ich habe kein Glück an den einarmigen Banditen. Aha. Ich hatte heute eine Glückssträhne. Das ist gut. Wir schauen uns mal noch hier kurz um. So. Wir tauschen Münzen gegen Preise. Also hier bekommt man 3 Pokémon. Abrapipi und Nidorina. Die sind allerdings sehr häufig zu bekommen. Die haben wir auch alle schon. Beziehungsweise Nidorina haben wir noch nicht entwickelt. Aber die sind jetzt nicht so schwierig. Dafür gibt es hier Dratini, Sichlor und für 9.999 Münzen auch noch ein Porygon. Die ersten beiden bekommt man ja in der Safari-Zone, kann man die fangen. Nur Porygon ist halt exklusiv nur hier zu bekommen. Und für 9.999 Münzen extrem schwierig zu bekommen. Außerdem gibt es noch 3 TMs. Die jetzt allerdings nicht ganz so geil sind. Ich glaube, eins davon ist auf jeden Fall Hyperstrahl. Okay, also das ist Drachenwut, Hyperstrahl und Delegator. Drachenwut wäre eigentlich noch ganz praktisch. Genau, also das sind die Preise. Die sind auch für uns deshalb wichtig, weil wir ja da auch noch ein paar TMs und so weiter benötigen. So, wir sind endlich in der Spielhalle angekommen. Eigentlich haben ja hier 10-Jährige keinen Zutritt. Hey, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen.
Oh, okay. Na, danke schön. Wie geht's? Brauchst du ein paar Münzen? What? Die sorgen alle dafür. Oh, dass wir hier Münzen bekommen. Und wir haben auch noch welche auf dem Boden gefunden. Das ist aber nett hier. Guten Tag. Glücksspiele sind unheimlich. Man wird schnell davon abhängig. Ja, und man findet überall auf dem Boden halt auch Münzen. Da sind auch nochmal welche. Haben alle die Leute verloren. Allerdings reicht es halt noch nicht aus, um die Preise zu kaufen. Herrlich, das macht Spaß. Ja. Der auch. Die verlieren alle Münzen, die wir einsammeln können. Wäre cool, wenn das wieder respawnen würde irgendwie. Naja. Hey, du hast Wichtigeres zu tun, Champion in Spe. Die Arena-Leiterin von Prismania City heißt Erika. Sie trainiert Pflanzen-Pokémon. Sie wirkt sanft, doch man sollte sie nicht unterschätzen. Also er ist ja der Typi, der in der Arena eigentlich ja immer steht, aber er ist lieber in der Spielhalle. Ja. Oh, und hier haben wir auch nochmal Münzen. Ja. Was haben wir denn hier noch? Ich glaube, jeder Spielautomat hat eine andere Gewinnchance. Tja, sollten wir uns die mal kurz anschauen. Ein einarmiger Bandit, möchtest du spielen? Und dieses Smiley-Symbol. Okay, wie viele Münzen möchtest du setzen? Nehmen wir mal 3 Stück. Die Sache ist aber, ich sehe gerade, die haben unterschiedliche Anzeigen. Die sind, das ist ein anderes Design als der andere. Nee, noch eine Runde nicht. Vielleicht der da drüben. Nee, das ist es auch nicht. Ich habe nämlich noch welche mit Pokémon-Design gefunden. Und weil wir müssen ja... Oder, Moment mal. Ich bin gerade jetzt ganz verwirrt, weil die irgendwie doch alle gleich aussehen. Genau, die blaue Edition hat nämlich andere Designs als die rote Edition. Weil diese Maus hier, keine Ahnung, was das soll. Das andere könnte man vielleicht noch als Carpador bezeichnen. Aber der Vogel, keine Ahnung. Tja, aber bisher haben wir nichts gewonnen. Und sie meinte ja, die haben alle eine andere Gewinnchance. Und zwar ist hat das Spiel das so einprogrammiert, dass du manchmal unter keinen Umständen 3 Siebener bekommen kannst. Also selbst wenn du im Emulator zurückspulst, es springt immer eins weiter, manchmal. Möchtest du auch spielen, Junge? Ja, hast du 10 Münzen. Mal gewinnt man, mal verliert man. Psst, hör mir zu. Man sagt, diese Spielhalle gehöre dem Team Rocket. What? Hat sie schon gesagt. Okay. Diese Spielhalle soll dem Team Rocket gehören? Willkommen! Hinter der Tür kannst du deine Münzen gegen Preise eintauschen. Ja? Die Tür? Ich glaube, das muss nebenan heißen, ne? Hinter der Tür ist ein bisschen falsch. Und, tja, willkommen in der Rocket-Spielhalle. Benötigst du Spielmünzen? Mit 1000 Poké-Dollar erhältst du 50 Münzen. Nee, Moment nicht, danke. Nein? Komm vorbei, wenn du spielen möchtest. Wir ignorieren auch, dass du erst 10 Jahre alt bist. Ja, liebe Leute, hier der Disclaimer. Glücksspiel ab 18 und kann süchtig machen. Tja, die haben hier alle ihren Spaß. Allerdings, also ein Wort noch. Wir müssen später halt hier nochmal hinkommen und dann uns die Münzen kaufen. Das war eigentlich früher immer so die einzige wirkliche Möglichkeit, um dann genug Münzen für Porygon zu bekommen. Wenn wir den Glitch mit dem Nugget machen, dann können wir eigentlich, haben wir genug Geld und können dann halt hier einfach schön reinbuttern. Das wäre so meine Idee. Aber jetzt müssen wir erstmal mit der Story noch vorankommen. Also wir haben gemerkt hier, irgendwas ist hier unheimlich. Wir schauen uns mal noch an, was es hier gibt. Hier kann man nichts machen. Und wir müssen noch unser Team ändern. Damit Macholo an erster Stelle ist. Den wollen wir ja trainieren. Und hier steht ein Poster. Hier ist ein Poster, aber da steht einer davor. Entschuldigung. Verschwinde von dem Poster oder ich muss. Oh, er will kämpfen. Team Rocket will kämpfen mit der Peitsche. Hier sind wir also richtig. Und einfach dieser Hinweis. Also entweder hat man es früher zufällig entdeckt, dass hier
dass da was vor sich geht. Ich meine, er ist auch sehr auffällig, wie er da steht, ne? Es ist sehr auffällig. Aber manchmal hat man das vielleicht dann auch durch die Leute erfahren. Auf jeden Fall ist es einfach witzig, wenn er sagt, hinter dem Poster ist kein Schalter und es gibt keinen Keller, kein verstecktes Geheimversteck hier. Tja, also uns stehen auf jeden Fall jetzt auch jede Menge Kämpfe bevor, die wir dann hier durchführen. Und am Schluss, das kann ich ja schon mal verraten, wartet dann der Chef von Team Rocket, unsere erste Auseinandersetzung mit ihm. Ja, an dieser Stelle im Spiel weiß man, glaube ich, noch nicht, dass es hier das Sylph Scope gibt. Aber das werden wir gleich lernen. Deswegen verrate ich das jetzt an der Stelle schon mal. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt worden werden könnte. Weil er läuft nämlich jetzt hier weg, ja? Sehr verdächtig. Er läuft hier einfach zur Seite raus. Und hier ist aber nichts. Hier ist nichts. Da ist nichts. What? Aber wenn wir jetzt diesen Schalter hier betätigen... Seltsam. Hinter dem Poster ist ein Schalter. Mal sehen. Das haben wir schon gesehen. Tja. Falsch gedrückt. Egal. Doppelt hält besser. Und da ist die Tür. Da hat sich jetzt... da sind wir richtig. Man hört es auch an der Musik. Wir sind im... Ja, wo sind wir denn hier eigentlich? Guten Tag. Wie kommst du hierher, Kleiner? What? Durch die Geheimtür. Durch die versteckte Tür mit dem Schalter komme ich her. Oh, und er hat ein Traumato dabei. Da hat Macholo leider ganz schlechte Karten. Was nehmen wir denn da am besten? Wir nehmen mal Ibitak. Wobei Ibitak jetzt schon, kann ich euch jetzt schon sagen, für die Arena viel zu overpowered ist. die Arena werden wir also im Schlaf machen. Müssen wir auch, glaube ich, gar nicht groß alle Trainer besiegen dann. Die werden wir ohne Probleme meistern können. Deswegen habe ich jetzt auch eben Macholo dabei, um da ein bisschen Erfahrungspunkte noch abzuzwacken. Weil, ja, ein bisschen übertrainiert, könnte man fast sagen. Wir sind ja gerade 5-6 Level drüber. Weil auch nicht jeder im Pokémon-Turm eben war, zu dem Zeitpunkt schon. Aber deswegen können wir halt auch gut hier die Attacken von Traumato ausstehen. Wie er uns hier versucht anzugreifen. Ja, Macholo entwickelt sich auf Level 16? Nee, auf Level 18 oder so, glaube ich. Ich bin mir allerdings nicht sicher, sehen wir ja auch dann. Und er setzt auch ein Macholo ein. Ja, aber diese Spielhalle hier gibt mir halt echt so richtig Retro-Vibes. Also richtig Nostalgie. Weil, ich weiß nicht. Also, beziehungsweise, ich weiß noch, da, dass ich da halt auch mit einem Kumpel dann auch dran saß länger. Um halt hier durch dieses Labyrinth dann zu kommen. Weiß nicht, ob ich mich irgendwie ein bisschen heiser anhöre heute. Keine Ahnung, was da los ist. Autsch, geschlagen. Aber hilft dafür bei den kratzigen Stimmen. Willst du dich mit dem Team Rocket anlegen? Ich dachte erst, er will uns rekrutieren. Aber will er gar nicht. Hier ist leider zu. Da kommen wir nicht durch. Okay, müssen wir uns mal weiter umschauen. Das Labyrinth hier geht ja noch. Das ist ja relativ... Das hat ja irgendwie nur 2-3 Etagen. Das ist also kein Problem. Bei Sylph Co. wird es ja dann richtig heftig. Da muss ich mir auch noch überlegen, ob wir da wirklich jede Etage erstmal durchmachen, um alles abzuklappern. Mal schauen. Du hast Mut, hier hereinzuplatzen. Tja. Rocket möchte kämpfen. Tja. Wird auch mal interessant, was passiert, wenn ich mal krank bin und dann keine Folge aufnehmen kann. Wie ihr dann davon erfahrt. Also, ihr seht ja eigentlich immer, wenn eine neue Folge angekündigt ist auch. Die ist ja dann immer sozusagen auf dem... Oh, Hyperzahn ist richtig krass. Die neuen Folgen werden ja immer von Let's Play Rot
werden ja immer als Termin sozusagen auf den Kanal gesetzt. Das heißt, da seht ihr dann immer, wann die nächste Folge kommt. Okay, radikal. Radikal ist schon heftig. Deswegen, falls mal irgendwie einer ausfällt, dann, weiß ich nicht, schreibe ich es auf Twitter und auch auf den Discord. Und dann kommt einfach die nächste Folge, wenn sie dann fertig ist. Oder man könnte es auch in den Community-Tab schreiben. Das wäre auch noch eine Option. Einfach, dass ihr da Bescheid wisst. Aber hoffen wir mal nicht, dass es so weit kommt. Aber man weiß ja nie, was alles noch geschehen kann. So, Macholo erreicht Level 17. Und Diktri, ja, kriegt auch ein paar Erfahrungspunkte. Mist, versagt! Unsere Rache wird grauenvoll, du Lausebengel. Lausebengel. Ach, wie süß. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Okay. Also die Ebene ging ja noch, aber hier wird's richtig krass. Ja. So, und er hier hat die wichtige Information. Der Boss sagt, das Sylph Scope macht Geister sichtbar. Also, das heißt, hier wird das Sylph Scope erwähnt. Das brauchen wir für den Pokémon-Turm. Vorletzte Folge wollten wir ja da durch, kamen allerdings nicht weiter, weil wir genau dieses Gerät benötigen. Und sind jetzt wohl an der richtigen Stelle. Und wenn die uns nichts geben, dann wird der Boss von Team Rocket auf jeden Fall die Information haben, was das Sylph Scope anbelangt. So, wir haben natürlich auch Tränke, wir können uns auch heilen. Wir haben auch Beleber dabei, also müssen wir gar nicht mehr unbedingt ins Pokémon Center. Hoppala. So, und jetzt können wir auch mal schön den Psy-Strahl noch einsetzen. Und zack. So, oh Gott, der hat ganz viele. Ja, wir nehmen einfach Macholo immer mit rein, um halt die Erfahrungspunkte da abzustauben. Wir haben allerdings auch, finde ich, recht diverse Teams. Also die... Ich hätte irgendwie gedacht, dass sie nur Zubats und, weiß ich nicht, Smogons haben. Aber die haben dann doch relativ unterschiedliche Pokémon bisher eingesetzt. Die Team Rocket-Mitglieder, finde ich gut. Ja, und gleich seht ihr ja auch, dann kommt ja das Labyrinth mit den mit dem, wie sagt man denn, Kreisverkehr ist ja falsch, mit diesen Schaltern, die einen dann in so eine bestimmte Richtung schießen. Sehen wir aber gleich. Machen wir jetzt erstmal hier noch den Kampf fertig. Ja, an dieser Stelle kann ich euch ja kurz noch erzählen. Also es gibt einen Discord-Server, weil einige ja auch schon gefragt haben. Der ist, ja, noch ein bisschen im Aufbau, beziehungsweise gibt es da noch ein paar Sachen, die man wahrscheinlich noch verändern kann. Aber wenn ihr Lust habt, auch so einfach mal zu quatschen oder was zum Let's Play irgendwie zu fragen oder noch anzumerken, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, da auch mal vorbeizuschauen. Aber ansonsten ist natürlich auch die Kommentarfunktion unter YouTube perfekt, weil das nämlich auch dann, wie gesagt, den Algorithmus noch erfreut und der Kanal eben weiter wachsen darf. Bisschen so wie Pokémon sammeln, dass man auch ein bisschen noch Abonnenten sammelt, um dann ja stärker zu werden. Ja, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle, die bisher abonniert haben. Ihr seid unter den ersten Abonnenten dieses Kanals, die den Werdegang von Anfang an mitverfolgen. So. Ich glaube, Macholo kann jetzt hier mal schön angreifen mit Karateschlag. Das Radikal ist ja nur auf Level 17. Badum. Trotz Volltreffer reicht es noch nicht aus. Oh, Hyperzahn, gefährlich, aber reicht noch. Okay. Also Macholo entwickelt sich wohl nicht auf Level 18.
Stopp, ich ergebe mich, sagt Rocket. Nee. Das Team Rocket Hauptquartier hat 4 Untergeschosse. Du findest den Boss niemals. Also er sagt uns schon, wo wir hin müssen. Und zwar zum Boss natürlich. Wir heilen erstmal noch ein bisschen. Ein bisschen was heilen, was wir heilen können. So, dann haben wir hier noch Kadabra natürlich. Und Ibitak. So, wir gehen erstmal hier runter und schauen uns da um. Weil, oh, da ist auch noch einer. Wir hörten schon, dass du Mannmarsch bist. Tja, das spricht sich dann schnell rum, dass wir hier, dass wir kommen. Er hat auch einen Macholo. Allerdings ist das schon auf Level 21. Ja, ich find's witzig, ne, dass die dann so Angst haben vor einem Kind. Kaum ist man da und kämpft ein bisschen mit seinem Pokémon, geht denen schon der Arsch auf Grundeis. Und ja, wir werden ja im Alleingang auch die Welt retten. okay, er hat noch ein Macholo. Ja. Dann nehmen wir auch Macholo gegen Macholo rein. Bei dieser Stelle hier musste ich auch, erinnert mich auch immer jetzt an Twitch Plays Pokémon. Weiß nicht, ob ihr das damals mitverfolgt habt. Das ist ja jetzt auch schon, oh, lass mich lügen, fast auch schon 10 Jahre her. Nicht, ja, ja, doch, könnte schon bald hinkommen. Nicht ganz 10 Jahre. Also für alle, die es damals irgendwie nicht mitbekommen haben. Twitch Plays Pokémon war ein Livestream auf Twitch, wo Pokémon zu sehen war im Emulator und jeder im Chat konnte mit seiner Chat-Eingabe das Spiel steuern. Und es war natürlich Chaos, weil jeder was anderes gesagt hat. Aber sie haben es dann doch mit vereinten Kräften geschafft, dieses Spiel durchzuspielen. Geh ruhig weiter, du benötigst den Liftöffner und der fehlt dir, sagt Team Rocket. Okay. Also hier ist überhaupt gar kein Lift, davon mal abgesehen. Aber dafür ist die TM10 hier. Ja, und die haben eben mit Twitch hat dann mit vereinten Kräften versucht, sich ein bisschen doch zu koordinieren, hoch, runter, links, rechts, um Pokémon zu spielen. Und teilweise war das dann auch so, dass sie dann die Eingaben noch gesammelt haben. Also, dass nicht immer jede Eingabe sofort irgendwie gezählt hat, sondern, ja, verschiedene Sachen. Müsst ihr euch mal anschauen, ist richtig geil gewesen. Ich habe es ja damals auch live mitverfolgt. Und warum ich das erzähle, ist, weil halt dieses Labyrinth hier einfach nur extremes Chaos war, wie man sich vielleicht denken kann. Weil hier ist ja schon sozusagen mit einer Person schwierig. durchzunavigieren. Und mit mehreren natürlich kann das eigentlich nur im Chaos enden. Aber irgendwann haben sie es geschafft, sich hier durchzumogeln. Und ich glaube, da haben sie dann auch so ein bisschen diese Eingaben erstmal gesammelt und dann die Eingabe genommen, die die Mehrheit der Stimmen dann hatte. Um halt überhaupt hier irgendwie durchzunavigieren. So, hören wir auch ein Team Rocket. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten heraus. Also zu diesem Twitch Plays Pokémon könnte man eigentlich echt mal noch ein extra Video oder so machen. Das war richtig cool. ja, sagt mir doch mal, ob ihr das auch mitverfolgt habt. Und, oder nicht. Also ich fand das damals richtig geil. Das war um die Zeit übrigens, als Pokémon X und Y rausgekommen sind. Also fast 10 Jahre. Da habe ich damals ein Praktikum gemacht und das dann halt da auf der Arbeit dann auch mitlaufen lassen. Fand ich richtig gut. Und habe natürlich all meinen Kollegen davon erzählt und die haben alle nur den Kopf geschüttelt. Aber naja, damit muss man leben. So, tja, Macholo kann leider immer noch keine einzige Kampfattacke.
Wir könnten ihn, glaube ich, im Kaufhaus so den Mega-Kick kann man, glaube ich, kaufen. Das wäre also noch ein Abstecher dann wert ins Kaufhaus. Im Kaufhaus selber gibt es leider keine so geilen Attacken, die man kaufen kann. Also keinen Feuersturm oder Feuerflammenwurf oder sowas gibt es da gar nicht. Falls ihr euch da gewundert habt. Jedenfalls nicht regulär zu kaufen. Das ist leider so ein bisschen der Nachteil in diesem Spiel, dass die guten Attacken halt wirklich nur ein einziges Mal verfügbar sind. Deswegen hebe ich mir die ja auch alle auf, um sie dann auf der Zinnoberinsel dann zu klonen. Wenn es denn soweit ist und wir da hinkommen. Dauert eigentlich auch gar nicht mehr allzu lange. Erstmal schauen, wie wir das dann machen. Ob wir dann direkt den Weg dahin wählen. Also irgendwie Sabrina und so alles erstmal überspringen und gucken, dass wir halt direkt zur Zinnoberinsel kommen. Oder ob wir das der Reihe nach alles machen. Weil ich meine, von den Attacken her geht's ja jetzt auch hier eigentlich ohne Probleme. Ist nicht so, dass wir jetzt unbedingt so diese mega guten Attacken bräuchten, um das Spiel zu gewinnen. Und bis wir zu den Top 4 und so kommen, da sind wir ja dann auf der Zinnoberinsel. Naja, mal schauen. Kadabra erreicht Level 29. Müssen wir auch noch tauschen, damit er sich entwickelt. Uff, ich bin am Boden, sagt er. Das Sylph-Scope, das Gerät, das der Boss geraubt hat, das ist hier irgendwo. Ah, okay. Also wir kommen der Sache näher. Jetzt haben wir auch die Bestätigung, dass das Sylph-Scope hier zu finden ist. Was haben wir denn hier noch? Also hier kann ich euch schon mal sagen, da ist der Boss, hier auf der rechten Seite. Und hier im Untergeschoss... Ich bin jetzt übrigens, glaube ich, wirklich richtig gelaufen. ohne dass ich es ehrlich gesagt beabsichtigt hätte. Weil ich dachte, okay, gehen wir erstmal auf diese Etage hier. Aber wir wissen es, also an der Stelle wissen wir es jetzt noch nicht, aber doch, wir brauchen den Liftöffner, hat er ja gesagt. Doch, das hat er gesagt. Wir sind allerdings noch nicht selber zum Lift gekommen. Er befindet sich ja eine Etage drüber. Beziehungsweise, ich glaube, sogar drei Etagen jetzt. Ein bisschen verwirrend. Naja, okay. Aber wichtig ist, wir sind an der richtigen Stelle. Denn er hier will kämpfen. Ich werde dir den Liftöffner niemals geben. Ja, er hat nämlich den Liftöffner. Und den will er uns nicht geben. Aber das ist ja genau das, was wir brauchen. Ohne, dass ich es jetzt... direkt geplant habe. Ich versuche ja natürlich immer die Folgen auch ein bisschen zu strukturieren oder halt, dass wir möglichst so eine Geschichte, eine Sache in einer Folge machen können. Deswegen ist das natürlich super, wenn sich das so ergibt. So, Macholo erlernt Fußkick. Perfekt. Jetzt erstmal hier eine Kampfattacke. Und Zubat kommt als nächstes rein. So, nehmen wir mal Macholo wieder. Und eben, um den Pokédex zu füllen, müssen wir ja auch Pokémon noch trainieren. Und da bietet sich halt dann ja, so ein Dungeon hier sehr gut an dafür. Oh, der Konfusstrahl. Mal schauen, ob Pikachu das übersteht. Ja. Sehr gut. Allerdings, ja, wie gesagt, ne, der Donnerschock ist halt... Muss bald mal ersetzt werden durch den Donnerblitz. Aber dazu müssen wir eben erstmal auf die Zinnoberinsel. Oder, ja, doch, müssen wir so machen. Okay, damit haben wir ihn auch schon besiegt, das war easy. Oh nein! Ja. Okay. Ist das der Liftöffner? Nee, das ist TM2. Das ist TM2. TM2 ist Klingensturm. Keine Ahnung, was das für eine Attacke ist, ehrlich gesagt. Nee, der Trick ist natürlich, wir müssen ihn nochmal ansprechen. Mist, ich habe den Liftöffner verloren. Und jetzt hat er ihn hier fallen lassen. Ist auch irgendwie gemein, ne? Wenn du nämlich nicht
nicht mit den Leuten nochmal quatscht, dann kriegst du diesen Liftöffner einfach nicht. Richtig mies einfach. Aber gut. Ich finde, es lohnt sich ja immer, die Leute nochmal anzuquatschen. Also auch nicht, gibt ja Leute, die einfach auch nicht lesen wollen. Oder ja, einfach in Spielen generell irgendwie alles wegdrücken. Ich bin immer jemand, der liest das gerne. Ich freue mich immer, wenn die mit mir reden. So, jetzt wird's hier aber kompliziert. Und zwar, ihr seht's schon, der Teil kann auch sehr lange dauern. Um die ganzen Sachen einzusammeln. Weil, ja, also von der Funktionsweise her kurz erklärt, aber ihr wisst natürlich, man kann, wenn man auf diese Schalter hier drauf steht, oder ich weiß gar nicht, wie man das sagt, ne, wie so Beschleunigungsfelder ist vielleicht das richtige Wort. Wenn man auf die drauf geht, wird man in die entsprechende Richtung gewirbelt. Hier haben wir einen Mondstein. Und hier gibt es eben, wie gesagt, jede Menge Items. Das ist halt so ein bisschen auch wie so ein Lagerhaus. PM7 gibt es hier auch, okay. Was haben wir damit? Das ist Hornbohrer, nicht schlecht, okay. Gut. So, wir müssen uns allerdings eben hier den Weg durch das Labyrinth bahnen. Allerdings kenne ich den schon in- und auswendig. Hier, genau, hier, um nach unten zu kommen. So. Und dann hier lang. Und ja, dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Und hier muss man nur gucken, ob oben oder unten. Ihr seht es ja, hier ist es der obere, der einen dann nach unten wirbelt. Ich schau mal kurz auf der Karte. Genau, weil es gibt nämlich auf der linken Seite gäbe es noch ein Item hier. Das ist allerdings nur ein Supertrank. Den können wir also gut ignorieren. Und dann sind wir nämlich auch schon direkt hier am Lift, da wo wir eigentlich hinwollen. Hier gibt es noch einen Weg nach oben. Da ist auch noch einer, der kämpfen möchte. Ah, was willst du hier überhaupt? Was willst du überhaupt hier? Aber ist ja... Deutsche Sprache lässt ja mehrere Satzstellungen zu. So, er hat einen Radfratz, perfekt. Weil jetzt können wir nämlich endlich mal unser Kampf-Pokémon einsetzen. Ich mag ja, weiß gar nicht seit wann, seit Generation 2 oder 3 mag ich ja auch Kampf-Pokémon sehr im Team haben. Weil die halt gegen Unlicht und so sehr praktisch sind. Und natürlich auch gegen Normal. Und deswegen können wir jetzt sogar mit Macholo hier perfekt kämpfen, weil er sich selber jetzt trainieren kann. Dieser Hyperzahn ist einfach so krass. Was macht er denn eigentlich? Macht er 40 Schaden, oder? Er macht eine fixe Schaden. Fixe Schadensanzahl. Würde er auf jeden Fall erklären, warum der so stark ist manchmal. Oh, Bock to keep, gefährlich. Ja, oh, schade. Das war's für Macholo. Was können wir jetzt noch nehmen? Nehmen wir Pikachu. Bam. So, Rock to Keep. Nee, Donnerschock. Für Pikachu. Ja, ist halt leider nicht gut. Dieser Donnerschock, der taugt nichts mehr. Der ist einfach zu schwach, leider. Das hier war ein Volltreffer, hat man schon gesehen, so viel wie er abzieht. Okay. So, und ein Radfratz haben wir noch. Da lassen wir Pikachu drin und beleben jetzt Macholo wieder. Dann ist Pikachu tot. Und dann können wir nochmal Macholo trainieren. Pikachu wird uns jetzt auch gegen den Endkampf dann wenig helfen. Badum. Aber Fußkick ist halt sehr cool. Weil es halt sehr effektiv ist gegen die Normal-Pokémon. Und Macholo levelt auch direkt auf. Und da haben wir auch schon diesen Rocket hier besiegt. Das kann nicht funktionieren. Hat auch gerade funktioniert. Okay, ich packe aus. Benutze den Aufzug zum Boss. Okay. Also man kriegt schon die ganzen Informationen, die man braucht. Wenn man halt aufmerksam das Spiel spielt. Du kannst keine weiteren Items mehr tragen. Das ist schade. Wir haben doch hier einen Sonderbonbon gefunden.
Das benutzen wir jetzt mal auf Macholo. Und ja. Und hier finden auch noch einen Hypertrank. Der uns jetzt allerdings gar nicht so viel bringt, ne? Fruchtzahl können wir auch wegschmeißen. Okay. Na, da ist noch einer. Guten Tag. Alarm! Eindringlinge! Rocket möchte kämpfen und setzt Slimer ein. Dann nehmen wir doch dann direkt Kadabra. Nehmen wir Kadabra mit. Und zack. Volltreffer auch noch. Aber gegen den Psystrahl hat er keine Chance. Absolut keine Chance gegen uns. So, und er hat noch... Oh, er hat noch mehr. Ja, dann nehmen wir die auch mit. Ja, es sind nicht mehr viele Kämpfe bis zum Boss. Und dann werden wir auch herausfinden, wer das ist. Ist es unser Vater? Düm, düm, düm. Nein, ist es nicht. Aber wäre auch ein witziger Plot-Twist. Aber das haben sie in dem Spiel nicht gemacht. Ich glaube, seit Star Wars ist das auch ein bisschen... kann man das auch nicht mehr so wirklich bringen. So, nochmal Macholo rein. Und nochmal Kadabra hin und her. Und dann war es das auch schon für Smogon. Die Frage, ob wir uns nochmal heilen gehen oder so. Mal schauen. Ich konnte ihn nicht stoppen. Tja. Silphscope? Ich weiß nicht, wovon du redest. Haben wir mit ihm nochmal gequatscht? Ah ja, doch, er packt aus, genau. Also benutze den Aufzug zum Boss. Und der Aufzug ist hier zu finden. Hier ist der Eingang. Und hier können wir jetzt ins Untergeschoss 4 fahren. Bim, bum. Und sind auch hier dann... Ja, stehen wir hier direkt vor der Tür. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal kurz heilen. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal kurz zurück ins Pokémon Center. Um da einfach nochmal klar Shift zu machen. Das wird auch nicht zu lange dauern. Aber dann können wir frisch gegen die letzten Rocket-Mitglieder kämpfen. Der Weg ist ja jetzt soweit klar. Und genau. Mir der Zeit wieder vorbei. Das werde ich tun. Dankeschön. Ja. Ja, wenn man den Weg einmal freigemacht hat, dann ist das ein... Oh, 100 Münzen. What? Geil. Ja, scheiß auf Team Rocket, wir sind jetzt reich. Also hier geht's runter, da lang. Und dann hier einmal kurz durchs Labyrinth nochmal durch. Das war's, der untere. Hier kürze ich uns das auch schön ab. Dann ist das nämlich überhaupt kein Problem. Hier nach unten, hier nach unten. Und hier nach unten. Das war's dann auch schon. So easy geht das hier. So, jetzt nochmal nach unten fahren. So, da sind wir. Und die wollen uns jetzt nicht durchlassen. Ah, doch, er lässt uns durch. Okay. Dann können wir hier nämlich noch ein Item mitnehmen, wahrscheinlich. Aber wir können... Doch, wir können Eisen. Okay. Wenn das Eisen finden. Und ich meinte auch, dass wir es jetzt auch benutzen müssen. Damit wir wieder Platz haben. Eisen kriegt dieser Knospe. Verteidigung ist gestiegen. Gut. So, die letzten beiden. Und mit denen müssen wir nämlich reden. Du warst es, der unsere Pläne am Mondberg zunichte gemacht hat. In der Tat. Ist aber schön, dass er sich an uns erinnert. Das ist sehr nett von ihm. Und er hat einen Sandan. Okay. Auch neu.
Also so gesehen oder ungewöhnlich, ne? Haben sie nicht so oft. Und er setzt den Schlitzer ein, der sehr gefährlich sein kann, weil ja Schlitzer immer gerne Volltreffer verursacht. Aber natürlich kein Problem für Bisaknosp. Und da haben wir noch Rettan. Also die Teams werden schon ja, außergewöhnlicher. Beziehungsweise, ja, ich hatte ja echt wirklich den Eindruck, dass, oder in Erinnerung, dass die alle die gleichen drei Pokémon haben, aber das stimmt gar nicht. Ich bin sehr überrascht eigentlich, dass die viele unterschiedliche Pokémon einsetzen. Natürlich Team Rocket typische Pokémon, also jetzt kein Wasser-Pokémon oder so, aber trotzdem. So, und zum Schluss noch Sandama. Der ist neu, den haben wir noch nicht gesehen. Da nehmen wir direkt jetzt diesmal Bisaknosp rein. Sieht halt auch noch eher aus wie so ein Tier als wie Sandama. Aber macht ja nichts. Das sind halt die Gen 1 Sprites. Die sind auch ein bisschen schwieriger, finde ich. Ein Ticken schwieriger zu besiegen. Oh, 800. Das wäre nice gewesen. Für Macholo. Ah, dieser Junge ist einfach unschlagbar. Dankeschön. Das ist aber nett von dir. Willst du das Team Rocket zugrunde richten? Ja, wenn du schon so fragst. Spürst du nicht die Schönheit der dunklen Seite der Macht? Ich bin dein Vater. Tja, sie wollen uns auf jeden Fall bekehren. Allerdings, noch habe ich irgendwie keine Argumente gesehen, die das jetzt so verlockend machen. Die dunkle Seite. Tja, naja. Kadabra. Mach den Psystrahl. Also zum jetzigen Zeitpunkt dann doch eine sehr gute Attacke. Im Pokémon Stadium war es ja leider ein bisschen zu wenig. Mit dem Live-Team. Wobei wir da auch schon ein Kadabra oder ein Simsala hatten, was dann nur Konfusion gemacht hat. Enttäuschenderweise. Im Pokémon Stadium Light Team. Naja. Aber das können wir jetzt alles ja hier mit diesem Playthrough dann berichtigen. Und unsere eigenen Pokémon dann auch später in 3D im Stadium kämpfen lassen. So, Macholo erreicht Level 23. Oh, und jetzt kommt Arbok. Ah, der eine hat Sandama und der andere hat Arbok. Dann machen wir jetzt natürlich hier erstmal Macholo rein. Ich glaube, Arbok haben wir auch noch gar nicht gesehen bisher. Finde ich ein cooler Sprite. Auch mit seinem Muster. Ist allerdings auch ein bisschen entfernt vom finalen vom finalen Design. Ja, allein deswegen möchte ich auf jeden Fall die gelbe Edition auch noch mal durchzocken. Vielleicht können wir das auch irgendwie ein bisschen noch verknüpfen, gelbe Edition mit dem Anime oder so. Mal gucken. Und das Türchen geht auf. Gnade, Boss, ich habe versagt. Tja, und hier ist der Boss Giovanni. Wir speichern erstmal vorher. So. Und dann, liebe Leute, geht's weiter in der nächsten Folge. Nein, Spaß. Verarscht, wir machen natürlich direkt weiter. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen, sagt Giovanni, der Boss von Team Rocket. Giovanni möchte kämpfen. Drei Pokémon hat er im Team. Und die sind auch gar nicht so ohne. Der erste ist ein Onix. Und setzt direkt Raserei ein. Aber, oh. Die wird, glaube ich, auch immer stärker, ne, die Attacke. Oder so, irgendwas war da. Aber mit Fußkick sollten wir eigentlich gute Chancen haben. Ja, er verfällt nämlich in Raserei und sein Angriff nimmt zu. Okay. Badum. Okay. Der Angriff schon zweimal gestiegen. Mit einem Volltreffer. Aber Macholo hat da echt gute Karten gegen den Typi. Rihorn kommt als nächstes. Rihorn haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen.
Sieht leider potthässlich aus, der Sprite. Aber auch hier hat Macholo halt echt extrem gute Karten. Als hätte ich es geahnt, aber es geht erstaunlich oft jetzt daneben. Das muss dieses Megablock-Ding sein. Hier mit seiner Hornattacke. Müssen wir uns jetzt erstmal kurz heilen. Aber krass, dass man Cholo jetzt das schon mit denen aufnehmen kann. Tja, hättet ihr das gedacht? Sogar schneller. Und zack, weg. Weg war's. Und es erreicht Level 24. Richtig gut. Und kann Gamma auch ganz, ganz neu. Und halt auch mega selten einfach. Mega, mega selten. Kometenhieb setzt das Ding ein. Oh, macht aber... Ah, der macht, greift mehrfach an. Das ist natürlich auch gemein. Oh, und dreimal, aber gerade noch Glück gehabt. Gerade noch Glück gehabt. So, das werden wir jetzt alleine nicht ganz hinbekommen. Da wechsle ich kurz aus. Noch ein paar Level zu hoch. Level 29 ist natürlich auch nicht ohne. Aber mit Diktri und so weiter kein Problem. Es verfällt in Raserei. Ist halt auch eine Attacke, die eigentlich für so einen Gegner ganz gut ist. Weil der halt dann, dem ist ja egal, ob er was er macht, weil er eh verlieren wird am Schluss. So. Und das war's auch schon. Wir haben Giovanni besiegt. Ah, nein, ich habe kläglich versagt. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Und er macht sich einfach so vom Acker. Aber er hinterlässt uns das Sylph Scope. Und alle anderen... Nee, die sind noch da sogar. Hm. Irgendwie hatte ich jetzt gedacht, dass die auch alle verschwinden. Okay, komisch. Da lässt er einfach seine Typis zurück. Ja gut, das ist natürlich noch weiterhin ihr Geheimversteck. Na gut. Oh, er ist auch noch da. Hm. Okay, macht nichts. So, damit haben wir jedenfalls das Wichtigste erst einmal hier eingesammelt. Und haben das Sylph Scope. Damit können wir jetzt also im Pokémon-Turm weitermachen. Allerdings gibt es natürlich auch noch viele weitere Sachen hier zu tun. Deswegen lasst gerne ein Like da, ein Abo und einen Kommentar, um dem Kanal auch zu helfen, weiterzuwachsen. Und ich freue mich eben immer auch, von euch zu hören. Sei es hier auf YouTube oder auch gerne auf Discord oder auf den anderen sozialen Netzwerken. Also, wir sehen uns morgen wieder, denn die Reise geht weiter!